Homeoffice ist ja echt eine super Sache. Man kann mal ganz schnell eine Pause machen, raushüpfen und kurz ein Eis essen. Aber das hier, entschuldige mal, muss ich jetzt echt fotografieren. Das sieht so super aus. Das poste ich auch gleich, damit die Kollegen das sehen. Dann können die auch mal hier hingehen, weil das echt ein toller Laden ist. Du glaubst nicht, was ich hier sehe. Hier sehe ich unsere werte Kollegin, die angeblich den ganzen Tag im Homeoffice sitzt und jetzt Fotos aus der Eisdiele postet. Wir ersaufen hier in Arbeit und sie sitzt da vor einem riesigen Eisbecher. Das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Was ist hier passiert? Jemand postet ein harmloses Foto von einem Eisbecher und löst im Büro einen Sturm der Entrüstung aus. Jemand wollte einfach nur schreiben, hallo, ich mache eine kurze Pause. Und die Kollegen, die im Büro sitzen, am Sonnenhals und sind richtig angefressen. Eigentlich nichts passiert, aber eine Menge Leute, die sauer sind. So etwas nennt man ein digitales Fettnäpfchen. Und das heißt, dass man an solchen Stellen ganz besonders aufpassen muss, was man und vor allem, wann man es postet. Von diesen digitalen Fettnäpfchen gibt es noch eine ganze Reihe mehr. Ein paar haben wir für euch rausgesucht. Generell kann man mit Fotos zur falschen Zeit sehr viel Unheil anrichten. Die Leser denken nämlich, das Foto sei gerade in diesem Moment entstanden. Das heißt, wenn du etwas postest, sieht es so aus, als würdest du gerade an diesem Ort stehen. Und das kann natürlich zu manchen Zeiten nicht ganz praktisch sein. Zum Beispiel während der Arbeitszeit, wenn man sich gerade in irgendeiner Freizeitsituation zeigt. Generell sollte man auf sowas gucken und entweder dazu schreibt, das Foto ist von gestern Abend, von letzter Woche, von wann auch immer, oder genau gucken, wann man eher freizeitorientierte Bilder postet oder Sachen, die mit dem Job zu tun haben. Zweitens, Ironie ist fast immer schwierig und kommt ganz selten richtig an. Ironie ist eine Brutstätte für Missverständnisse. Wenn ihr auf ironische Bemerkungen nicht verzichten wollt, dann kennzeichnet sie im Internet. Am einfachsten mit Klammer auf, Ironie, Klammer zu. Damit seid ihr auf der sicheren Seite. Drittens, schreibt im Internet nichts Kritisches über Personen, die ihr kennt. Auch nicht, wenn ihr meint, es sei anonym und ihr umschreibt einfach nur die Situation. Das funktioniert meistens nicht, denn irgendeiner weiß immer, worum es geht und wenn ihr Pech habt, erzählt er es weiter. Als Grundregel gilt, im Internet schreibt ihr nur Nettes und Wertschätzendes über Personen, die ihr kennt oder ihr lasst es. Viertens, Fotos können generell problematisch sein. Warum? Weil so viel darauf zu sehen ist. Gerade bei Smartphone-Fotos sind die Hintergründe oft erschreckend scharf und man kann vieles darauf erkennen. Ihr macht vielleicht ein harmloses Foto aus der Wohnung eures Freundes und im Hintergrund kann man die DVD-Sammlung sehen mit allen einzelnen Titeln. Soll das wirklich im Internet stehen? Oder ihr fotografiert ein Haustier und im Hintergrund läuft jemand im Schlafanzug vorbei. Oder das klassische Kaffeetassenfoto, wo drunter die wichtigen Unterlagen aus dem Job sind, wo man alles drauf lesen kann. Das heißt, guckt genau hin, was ihr postet, guckt auf die einzelnen Details und lieber noch einmal mehr gucken vorm Posten, als sich nachher zu viel ärgern. Fünftens, ein weiteres Problem ist öffentlich statt privat. Man möchte irgendwas posten oder eine private Nachricht schicken und landet dann aber leider im öffentlichen Raum und postet dann etwas, was eigentlich für eine geschlossene Gruppe gedacht war. Das passiert schnell, weil alle Fenster so ein bisschen ähnlich aussehen. Also hier große Vorsicht ist geboten, denn da kann ja vielleicht ein Foto landen, was gar nicht für das große, weite Internet gedacht war oder eine vertrauliche Nachricht. Deswegen lieber nochmal ganz genau gucken, bevor man auf Senden drückt, ob man tatsächlich im richtigen Feld ist und auch die richtigen Einstellungen gewählt hat. Sechstens. Ein weiteres Fettnäpfchen ist der zu vertraute Ton in öffentlichen Diskussionen. Da kennt man jemanden schon relativ lange und macht ein paar Anspielungen unter einem Post oder unter einem Kommentar. Je nachdem, bei wem das ist, kann das ganz schön schlecht ankommen und vielleicht den Lebenspartner ganz gehörig auf den Schlips treten. Also, öffentliche Diskussionen sind öffentlich und private Gespräche sind privat. Ich rate dazu, das strikt zu trennen. Was kann man also tun, wenn man in so ein digitales Fettnäpfchen getreten ist und es so richtig spritzt? Erstmal Ruhe bewahren. Vielleicht hat man ja Glück und es sehen nicht so viele Leute. Als zweites löschen. Man kann Glück haben, es hat noch niemand darauf reagiert. Wenn Leute schon darauf reagiert haben und man meint, irgendwas gerade rücken zu müssen, eine persönliche Nachricht schreiben. Was auf jeden Fall nicht empfehlenswert ist, nochmal einen Post schreiben, in dem man das Ganze erklärt, wie es gekommen ist und wie mit wem zusammenhängt. Das muss auf jeden Fall nicht sein, denn das wirbelt nur noch mehr Staub auf.
Also das gerade rücken, was man meint, richtig stellen zu müssen, aber nicht mehr für die breite Öffentlichkeit.